Ich möchte auf diesem Wege herzlich die Teilnehmer der Free-Iran-Kundgebung in Berlin grüßen. Mein besonderer Gruß gilt der exiliranischen Gemeinde Nordrhein-Westfalen und den Teilnehmern aus meiner Heimatstadt Köln. Meine Kölner Mitbürgerin Nahid Taghavi ist seit Oktober letzten Jahres im berüchtigten Evin-Gefängnis in Teheran in Haft. Mittlerweile hat sie 2 Prozesstage hinter sich. Dennoch wird es immer noch nicht klar, weshalb sie eigentlich angeklagt ist. Sie ist ein tragisches Beispiel für Dutzende Doppelstaatler, die im Iran als menschliches und politisches Faustpfand in den Gefängnissen sitzen. Die Erpressungspolitik der Mullahs widerspricht jeglichem internationalen Recht und ist auf das Schärfste zu verurteilen. Auch wenn es gängige Praxis ist, Doppelstaatler im eigenen Hoheitsgebiet keine konsularische Betreuung durch die Botschaft anderer Nationen zuzugestehen, ist dabei ein effektiver Rechtsschutz von Tahid Taghavi ein nach internationalen Standards weltweit anerkannter Standard, dem sich auch der Iran verpflichtet hat. Der Fall Taghavi ist hier ein Beispiel dafür, wie der Iran seine eigenen Standards umgeht oder nicht einhält. Der neue Präsident der Mullahs, Ebrahim Raisi, hat eine entscheidende und gewichtige Rolle als Mitglied der Mordkommission bei der Hinrichtung von 30.000 politischen Häftlingen gehabt. Das ist abscheulich und zutiefst verwerflich. Auf dem Weg zur Demokratie und Freiheit stehe ich an der Seite der iranischen Bevölkerung, die mit ihrem Wahlboykott die Illegitimität dieser religiösen Diktatur unterstrichen hat. 37% Wahlbeteiligung, wovon etwa 62% auf Raisi entfielen, sprechen eine klare Sprache. Sie haben mir im Vorfeld eine knappe Forderung zukommen lassen, die zeigt, mit wie viel Hoffnung, aber auch mit Bescheidenheit Sie weiter kämpfen wollen für einen Iran, in dem ein würdevolles Leben wieder möglich wird. Für einen Iran, der in friedlicher Koexistenz zu seinen Nachbarn und der Welt lebt, einen Iran, in dem es keine Folter und Hinrichtungen gibt, ein Iran, der sich an internationales Recht hält, ein Iran wie im 10-Punkte-Programm des Nationalen Widerstandsrats des Iran. In Gedanken bin ich heute bei Ihnen in Berlin. Ich unterstütze Ihren Ruf nach Freiheit, Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechten und freien Wahlen. Ich danke Ihnen für Ihre Unterstützung und sage auch noch einmal laut: Free Nahid Taghavi!